Liebe Geschwister, ich möchte über ein Heilmittel für die Seele sprechen. Es kam ein Mann zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er stellte eine Frage, die in dem Moment der Beantwortung im wortwörtlichen Sinne nicht würdig war. Er stellte eine Frage, die sich für seine Situation nicht gehörte. Er stellte eine Frage, die wiederholt bereits verschieden auch beantwortet worden war. Eine Frage, die keine Priorität für diesen Moment innehatte. Matasa'a, wann ist die Stunde? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er half der Person in ihrem wahren Anliegen, indem er fragte, was hast du für die Stunde vorbereitet? Das ist die richtige Frage, liebe Geschwister. وَمَاذَا أَعْدَتَ لَهَا. Was hast du für den Tag des Gerichts vorbereitet? Nicht wann er eintrifft, sondern wie stehst du gerade da? Vorbereitet oder unvorbereitet? Und so ehrlich wie die Prophetengefährten allesamt gewesen sind, antwortete die Person, لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. Nichts, außer dass ich Allah Ta'ala und seinen Gesandten liebe. Und was sagte der Prophet Muhammad? Allahs Segen und Frieden seien mit ihm. أنت مع من أحببت. Du wirst mit denen sein, die du liebst. Das heißt, jemand kam mit einer Frage, mit einer speziellen, die der speziellen Antwort nicht würdig war. Und der Prophet antwortete ihm mit etwas, was er viel nötiger hatte, nämlich was er für den Tag des Gerichts vorbereitete. Und er sagte nichts, ehrlich. Aber etwas konnte er nicht leugnen. Nicht, dass wir uns den Prophetengefährten so vorstellen, dass er nicht betete und nicht fastete und nicht spendete und sich nicht einsetzte. Ja? Das spiegelt auch eine Bescheidenheit wider, diese Antwort. Und es spiegelt auch wider, dass egal was man tut für Allah Ta'ala und für diesen Dien, letztendlich ist es zu wenig. Letztendlich kann man das eine nicht mit dem anderen erkaufen. Letztendlich hat man kein wirkliches Recht Allah Ta'ala gegenüber, außer das, was er einem verliehen hat, und das aus Barmherzigkeit, nicht weil hier Gleichwertiges getauscht wird. Ja? Das ist etwas, was wir Menschen tun gegen die Gnade Allah Ta'alas und das Paradies. Das sind keine gleichwertig handelbaren Güter, wie wir alle verstehen. Aber er sagte nichts. Aus Ehrlichkeit, aus Bescheidenheit, aus der Realisierung heraus, dass es letztendlich sowieso nichtig ist. Aber eines konnte er nicht leugnen. Er sagte nicht, aber ich bete, aber ich faste, aber ich mache meine Bittgebete. Von all den Taten, die diese Person getan hat, hatte sie eine nicht ungenannt lassen können. Nämlich die Liebe zu Allah und seinem Gesandten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er antwortete, Anta ma'a man ahbabt. Du wirst mit denjenigen sein, die du liebst. Das heißt, diese Person wird Allah Ta'ala begegnen. In einer barmherzigen Begegnung. Und er wird mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam benachbart sein im Paradies. Und dieses Ereignis, liebe Geschwister, war ein Großereignis unter den Prophetengefährten. Und Anas, er überliefert, فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتْ. Niemals waren wir glücklicher als über die Worte oder als durch die Worte von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du bist mit denjenigen, die du liebst. Was lösen diese Worte bei uns aus? Auch dasselbe Glück
Oder sind wir etwas besorgt, zu Recht, weil wir vielleicht nicht diese Liebe in unseren Herzen finden? Und wir wissen, wir sollten sie finden. Wir wissen, wir brauchen ein Heilmittel für die teils Lieblosigkeit, für die Härte, für die Stumpfheit, für die Taubheit unserer Herzen. Aber wenn wir dann überlegen, selbstkritisch, irgendwann kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, aber all meine ganzen Gedanken, die ich jetzt habe, diese selbstkritischen, diese Gedanken, die einem diese Sorgen auch machen und Ängste auch auslösen, aber die habe ich doch nur deswegen, weil ich Allah Ta'ala liebe. Und das ist dann der Moment, wo man wieder lächeln kann, wo man auch diese Stärke findet, wo man sich an die Barmherzigkeit Allah Ta'alas erinnert und denkt an die Worte eines Gelehrten: Wenn du schon von Allah Ta'ala die Möglichkeit gegeben bekommen hast, ihn um Vergebung zu bitten, so ist das ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, dass Allah Ta'ala diese Vergebungsbitte auch stattgeben wird. Denn wenn er dir nicht vergeben wollen würde, kämst du gar nicht auf den Gedanken, Allah Ta'ala um Vergebung zu bitten. Er würde dir dieses Geschenk der Vergebungsbitte erst gar nicht zukommen lassen. Und das macht Hoffnung. Alhamdulillah. Hier, das ist ein Abstauber. Ja? Normalerweise müsste er längst blockiert sein, keinen Platz finden, außer in der Reihe, in die er hineinkommen konnte. Aber mashallah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen. Ja? Einfach mal so übersprungen, mashallah. Ja? Diejenigen, die mich gesehen haben, wie ich in den vorderen Reihen Parfüm erstmal verteilt habe, hier in den vorderen Reihen in Bezug auf den Khatib und in den vorderen Reihen in Bezug auf das Gebet. Das war auch so ein kleines Zeichen, so, dass die dahinter Sitzenden sich fragen: Ah, schade, ja, warum bin ich nicht nach vorne gegangen? Ja, dann hätte ich auch etwas von diesem teuren, guten Parfüm. Ja? Aber inshallah, ja, wenn ihr alle diesen Ausgang später nehmt, könnt ihr alle einen Sprüher mit nach Hause nehmen. Ein bisschen Werbung für die ersten Reihen machen, ja, ist auch wichtig, denn die Engel schließen immer die Reihen von vorne und lückenlos. Und wir müssen es den Engeln gleich tun. Anta ma'man ahbabt, du bist mit denen, die du liebst. Das ist aber auch eine Aufforderung vom Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dass wir uns fragen: Wen liebe ich eigentlich? Wen liebe ich eigentlich? Ein Bruder, der Alhamdulillah 5-mal am Tag gebetet hat und der im Ramadan gefastet hat und der täglich den Koran gelesen hat. Aber er hat, ja, durch die Jugend und durch einen gewissen Lebensweg hat er seine Rasterzöpfe geliebt. Ja? Und er war sehr oft in der Moschee gewesen und der ein oder andere Imam hat immer wieder das Thema aufgebracht: Ja, warum deine Rasterzöpfe? Ja, die Menschen verwechseln dich. Und er sagt: Ja, sie verwechseln mich wirklich. Ich werde manchmal nach diesem und jenem gefragt. Und ich muss dann sagen: Nein, ich bin Muslim. Ja, oder ich darf dann sagen: Nein, ich bin Muslim. Aber es ist mir peinlich, dass ich überhaupt danach gefragt werde. Und man hat mit ihm geredet. Er hat mir selber diese Geschichte erzählt. 7 Jahre lang. Ja. Bis er diesen Hadith hörte. Und sich dachte: Subhanallah, ja, ich habe Liebe für einige Menschen, die sie nicht verdienen, die mich nicht Allah Ta'ala näher bringen, die tendenziell dazu vielleicht, oder diese Liebe, die tendenziell dazu führen kann, dass ich eher vom Weg abkomme. Und mit gewissen Leuten möchte ich nicht zusammen sein am Tage des Gerichts. Und das, ja, dieser spirituelle Gedanke, der führte dazu, dass er etwas, was er 7 Jahre lang stolz getragen hat, was seine Nackenmuskulatur hat stark werden lassen, in den nächsten Stunden hat abrasieren können, ohne Bedauern, und einen neuen Lebensabschnitt starten können. Wegen diesen Worten: Anta ma'man ahbabt, du bist mit denjenigen, die du liebst. Du bist mit denjenigen, die du liebst. Und was sagte Anas? Weiterhin: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرْ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعْهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ
أعمالهم. Er sagte, und ich liebe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, und ich liebe Abu Bakr und ich liebe Umar, und deswegen erhoffe ich mir, dass ich mit ihnen sein werde. Liebe Geschwister, berechtigt uns zur Hoffnung. Und wir brauchen Hoffnung. Liebe beflügelt uns. Und schaut, was Anas sagt. Er sagte nicht nur, er liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern erwähnte die beiden wichtigsten Prophetengefährten, Abu Bakr und Umar. Nicht ausschließlich oder nicht im ausschließlichen Sinne, sondern beispielhaft. Das heißt, die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist verknüpft mit der Liebe zu den Prophetengefährten. Und dann verglich er sich mit den Prophetengefährten und sagte, ich hoffe, mit ihnen zusammen sein zu können, auch wenn meine Taten nicht wie ihre Taten sind. Und das, liebe Geschwister, hierin liegt eine Methodik. Erstens schaut Anas in sein Herz. Und er sagt, ich liebe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich liebe Abu Bakr und ich liebe Umar. Das kann man nicht leugnen. Und wenn man gefragt wird, was hast du vorbereitet für den Tag des Gerichts? Ja, gewisse Dinge brauchen wir nicht erwähnen. Unsere Pflichten, die wir sowieso tun, brauchen wir nicht erwähnen. Die freiwilligen Taten schützen wir lieber durch das Verbergen dieser. Außer wenn es darum geht, den Beitrag der Muslime in diesem Land hervorzuheben. Dann gibt es nur falsche Bescheidenheit. Weil wenn man die Beiträge der muslimischen Gemeinden in Deutschland für das bessere Miteinander in der Gesellschaft verschweigt, aus falscher, wortwörtlich, falscher Bescheidenheit, dann hilft man nur denjenigen, die gegen die Muslime ständig hetzen, entweder indem sie sagen, sie wären asozial, oder indem sie sagen, sie bilden Parallelgesellschaften. Aber ansonsten verbergen wir unsere freiwilligen Handlungen gerne. Wir brauchen nicht darüber zu reden. Aber eins können wir nie leugnen. Ja? Und seien wir auch sündhaft. Aber niemals können wir unsere Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnen. Die darauf basiert, dass wir Allah Ta'ala lieben. Und dass wir diese Religion wertschätzen. Das heißt, zuerst schauen wir in unser Herz, wie Anas es getan hat. Und dann vergleichen wir uns mit denen, deren Liebe bereits bestätigt ist. Im Koran, wenn Allah Ta'ala sagt, radiyallahu anhum wa radu an, in Bezug auf die Prophetengefährten. Allahs Zufriedenheit ist auf ihnen und sie sind zufrieden mit Allah. Und wenn wir uns dann vergleichen, bewusst vergleichen, mit denen, die Allah Ta'ala reingesprochen hat, dann werden wir uns schämen, stimmt's? Dann werden wir demütig werden. Weil das ist nämlich das große Geheimnis, liebe Geschwister, warum die Propheten, Gefährten kein Ziererwerk hinterlassen haben. Und Hadithe nicht im eigentlichen Sinne schriftlich gesammelt haben, dass sie ja alles notiert. Natürlich, es gab einige Hadith-Sammlungen von einigen wenigen Prophetengefährten, die aber relativ bescheiden ausfielen, was die Masse anbelangt. Ja? Aber darin liegt ein Geheimnis begraben, liebe Geschwister. Hätten die Prophetengefährten, Allahs Wohlgefallen sei auf allen, diese Religion komplett schriftlich überliefert, hätten die Nachfolger gesagt, ja, so steht es in den Büchern, aber wer kann das schon leben? Aber ihr Leben, das Leben von 120.000 Prophetengefährten circa nach Ibn Hajar, Rahimahullah. Ihr Leben legt Zeugnis dafür ab, dass diese Religion praktizierbar ist. Und erst danach wurde, wie gesagt, die Sunna und das Leben der Prophetengefährten niedergeschrieben. Als Praxisbericht. Ja, teilnehmende Beobachtung von denjenigen, ja, die in den jeweiligen Generationen dann niedergeschrieben haben. Das alles ist praktizierbar. Vergleiche dich mit denen, die Allah Ta'ala als Maßstab gesetzt hat. Und was wird passieren? Wir haben wenigstens einen Maßstab, und zwar den richtigen.
Wir vergleichen uns auch ständig mit irgendwelchen, ja, Stars und Berühmtheiten und Sportlern und Sternchen und Sänger und, ja. Und dann, anhand dieser Kriterien, bewerten wir uns und wir erstreben, dieses Kriterium mehr und mehr zu erfüllen. Ah, der hat dieses Auto, ah, der hat diese Uhr, der trägt diese und jene Kleidung, ja. Aber wenn wir mit den richtigen Maßstäben anfangen, sagen, ah, guck, die Prophetengefährten, 120.000 Prophetengefährten und sehr verschiedene von der Persönlichkeit auch, subhanallah. Man kann so seine, ja, Grundbeschaffenheit, egal wie sonderbar man als Mensch aus der eigenen Beurteilung heraus erschaffen sein mag. Sagt man, oh Allah, du hast mich wirklich sonderbar erschaffen, so in meiner Grundausrichtung. Aber du wirst diese Besonderheiten, diese positive Vielfalt immer auch in der ersten Generation irgendwo verankert sehen. Sagen, ah, subhanallah, ja, der war auch, ja, so, der hat auch diese Eigenschaften gehabt, zu denen ich auch neige. Dann haben wir die richtigen Maßstäbe. Und wir vergleichen uns und der Vergleich wird immer beschämend für uns ausfallen. Und das führt zu zweierlei, liebe Geschwister. Zum einen, dass man versucht, sich zu verbessern. Und zum anderen, dass man diejenigen liebt, mit denen man sich vergleicht. Und das gibt Kraft, Kraft zu handeln. Liebe zu Vorbildern, liebe Geschwister, gibt Kraft zu handeln. Und man vermag Freiwilliges zu tun, wo man vorher vielleicht noch nicht mal eine Pflicht erfüllen konnte. Weil man es berührt. Weil man es bewegt. Und weil man weiß, es ist möglich. Und auch das ist eines der großen Lektionen, nicht bei allen, aber bei einigen Prophetengefährten, wie sie sich wandeln konnten. Da gab es Prophetengefährten, liebe Geschwister, die haben tatsächlich ihre erstgeborenen Töchter lebendig begraben. Omar war einer von ihnen, radiallahu anhu. Und später als Khalif machte er sich Sorgen um Kamele, die tausende von Kilometern von ihm entfernt waren, dass sie sich unterwegs verletzen könnten, weil er die Straßen nicht richtig geebnet hatte. Welch Wandlung, subhanallah. Welch Wandlung, subhanallah. Das heißt, keiner soll denken, ah, er hat einen schlechten Start ins Leben bekommen oder gewählt. Wenn man Verantwortung für sich selbst tragen möchte, sagt man, ja, ich habe einen schlechten Start gewählt für mich. Aber ich kann das nicht mehr wieder gerade biegen. Schaut euch einige Prophetengefährten an, subhanallah. Da gab es einige, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 20 Jahre lang aufs Schärfste bekriegt haben. Nicht bloß mit dem Schwert, denn das ist oft sogar geringer als den Krieg, den man durch die Zunge auslösen oder führen kann. Und subhanallah, am Ende liest man in ihren Biografien, wie sie ihr Leben gegeben haben, wie sie ihr gesamtes Vermögen gegeben haben, wie sie sich mit allem aufopferten, was in ihrer Macht stand, subhanallah. Obwohl sie 20 Jahre lang das, was wir wertschätzen, bekämpft haben, subhanallah. Keiner soll sagen, er hat einen schlechten Start im Leben gewählt. Denn keiner von uns hat, glaube ich, 20 Jahre lang zunächst die Wahrheit bekämpft. Ja, wir sind vom Weg manchmal abgekommen, hier und dort. Aber subhanallah, auf uns wartet eine große Zukunft. Und wir können in die Fußstapfen derer treten, die der Schöpfer absichtlich hat, diese Religion lebendig, nicht schriftlich, lebendig ausleben lassen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und das ist auch eine Chance für uns, er sagte zu seinen Prophetengefährten, er sagte, wo sind meine Lieblinge? Und die Prophetengefährten waren irritiert. Sie sagten, sind wir nicht deine Lieblinge? Und er sagt, ihr seid meine Gefährten. Aber es wird eine Zeit kommen, die Menschen werden Bücher vorfinden und werden Iman daran haben, werden Iman an mich haben als Gesandten Allahs. Und sie sind meine Lieblinge. Ihr seid meine Gefährten. Und diese Bücher berichten worüber? Über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und über seine Prophetengefährten und wie er auf sie einwirkte.
Und wir können Allah Ta'ala nicht lieben, wenn wir den Propheten nicht lieben. Allah Ta'ala liest im Koran, sagt im Koran: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wenn ihr mich liebt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. فَاتَّبِعُونِي. Und Allah wird euch lieben. يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Und er wird eure Sünden vergeben, denn Allah Ta'ala ist Ghafur und Rahim. Wie können wir den Propheten folgen? Ja, einfach Luft ist zwischen uns und ihm? Unmöglich. Es waren die Prophetengefährten, die diese Religion angenommen haben, ausgelebt haben und mit allem verteidigten, liebe Geschwister. Mit allem verteidigten. Ich möchte kurz über einen Prophetengefährten sprechen, Uthman, radiallahu anhu. Und ich glaube, wir schulden ihm etwas mehr, als wir Abu Bakr und Omar schulden. Warum? Natürlich sind Abu Bakr und Omar bei Allah Ta'ala in einem höheren Rang als Uthman. Das wissen wir. Ja, das ist unsere Aqida. Das ist ein Teil der Aqida. Aufgrund der authentischen, zahlreichen Überlieferungen. Warum sage ich, wir schulden Uthman mehr? Weil wir haben ihn vernachlässigt. Und ich würde sogar sagen, wir schulden Abu Bakr auch noch mehr als Omar. Warum? Weil wir Omar bevorzugen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist meine Wahrnehmung. Kann sein, dass es falsch liegt, aber dass sie falsch liegt. Aber wir mögen diesen Typ Omar, diesen Mensch, ja, diesen Typ Menschen vielleicht mehr als Abu Bakr. Vielleicht, weil wir uns nach einem Entscheider sehnen, nach jemand mit diesem Durchsetzungsvermögen in unserer schwächlichen Lage mehr sehnen, als nach einem milden Menschen, der barmherzig ist, der strategisch überlegt wie Abu Bakr. Ja. Uthman, subhanallah, was mich an ihm beeindruckte, es gibt in wohl keiner Gesellschaft, die Religion hier ausgeklammert, ein höheres Gleichnis für Liebe als die Liebe der Mutter ihrem Kind gegenüber, stimmt's? Das ist der Maßstab in einer jeden Gesellschaft. Ja, und dann, wie gesagt, wenn die Religion ins Spiel kommt, dann sagen wohl alle, ja, dass der Schöpfer am meisten Liebe natürlich hat und unvergleichbar mehr als eine Mutter. Aber wisst ihr, es gab eine Gesellschaft, da war der Maßstab nicht die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, sondern Mütter haben damals ihren Kindern gesagt, ich liebe dich so, wie die Quraysh Uthman lieben. So sehr war Uthman vor der Annahme des Islams bereits bei den Arabern und bei dem edelsten Stamm der Araber, den Quraysh, angesehen. Man sagte, ich liebe dich, mein Kind, so wie die Quraysh Uthman lieben. Man sagte nicht, Uthman wurde von den Quraysh so geliebt, wie eine Mutter ihr Kind liebte. Nein, der Maßstab war gewesen, die Liebe der Quraysh zu Uthman. Er war, subhanallah, alles. Er war reich, er war schön, er war edel, er war gebildet, er war Geschäftsmann. So viel, was, wie man ihn, wie er beschrieben wurde. Aber er wusste, wer er war. Er hat niemals Sünde begangen, bevor er Muslim wurde. Er hat niemals Alkohol getrunken, bevor er Muslim wurde. Er hat niemals gelogen, bevor er Muslim wurde. Er hat niemals an diesen Flötenspielereien teilgenommen oder teilgehabt als Zuschauer, diese billigen gesellschaftlichen Ereignisse. Das war Uthman gewesen. Aber als Abu Bakr ihn eingeladen hat zum Islam, ihn, der aus der Gesellschaft derjenigen kommt, die 360 Götter anbeten. Uthman hat aber nicht gezögert. Uthman hat vorher noch nie eines dieser 360 Götter in irgendeiner Form gewürdigt. Er wusste, wer er war, trotz der Liebe einer Gesellschaft zu ihm. Und Liebe kann einen wegbringen, kann einen beeinflussen. Wenn Menschen einen lieben,
Ja, man fühlt sich irgendwo, ach, ich schulde ihnen etwas, sie lieben mich doch so sehr. Aber Othman hat sich niemals hinreißen lassen, Schirk zu begehen oder Zina oder Lüge oder an irgendwelchen billigen Veranstaltungen in der Gesellschaft teilzunehmen. Er wusste, wer er war, subhanallah. Und als er dann zum Islam eingeladen worden war, er dachte nicht drüber nach, was passiert jetzt mit ihm, was passiert mit der Liebe zu ihm, mit seinen geschäftlichen Beziehungen. Er nahm den Islam ohne zu zögern an. Und wisst ihr, was aus ihm wurde, liebe Geschwister? Aus dem Geliebten seines Volkes. Als er den Islam angenommen hat, hat sein eigener Onkel ihn gefoltert. Und er musste Mekka verlassen. Und er floh mit der Tochter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya. Subhanallah. Baut niemals auf die Liebe der Menschen, liebe Geschwister. Erstens werdet ihr nicht beliebter sein als Othman unter seinem Volk. Und zweitens, selbst wenn ihr so beliebt werden würdet, Allah Ta'ala prüft, dass wir uns ihm, wenn wir uns ihm zuwenden wollen, prüft er uns auch damit, dass wir die falsche Liebe einiger Menschen zurückweisen müssen. Die falsche Liebe einiger Menschen zurückweisen müssen. Und Othman hat nicht gezögert. Und wo wir dabei sind, nachdem Ruqayya verstarb, radiallahu anha, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn um Kulthum heiraten lassen, seine andere Tochter, radiallahu anha. Und als auch sie verstarb, sagte er, Herr Othman, wenn wir eine dritte Tochter hätten, würden wir dir auch eine dritte Tochter in die Ehe geben. Subhanallah. Wen lieben wir als Schwiegersohn? Ja, wir sollten alle unterwegs sein. Letzte Woche habe ich gesagt, ja, Alhamdulillah, eine Schwester ist hier, die für ihren Bruder nach einem Ehemann sucht. Dann habe ich die Enttäuschung einiger Brüder gesehen, die gedacht haben, ja, es ist nicht meine Schwester leider. Wir sollen alle unterwegs sein und fragen, wer wird meine Schwester heiraten? Wer wird meine Tochter heiraten? Wer wird meinen Bruder heiraten? Wer wird meinen Sohn heiraten? Und schaut euch Othman an. Subhanallah. Er war würdig gewesen, eine andere Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu heiraten. Und er wäre würdig gewesen, eine weitere zu heiraten. Wo sind wir? Da zeigt sich der Charakter. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Subhanallah, wo fängt man an und wo hört man auf, wenn man von einer solch bedeutenden Person wie Othman spricht, anfängt zu sprechen. Was auch bemerkenswert ist, dass er trotz der Beliebtheit Abu Bakr und Omar immer den Vorzug gegeben hat. Er hat keinen falschen Neid empfunden, keine negative Konkurrenz. Und als Abu Bakr auch fragte, ob Omar Khalif werden möge nach Abu Bakr, hat Othman dies bestätigt. Das heißt, er war nicht abhängig von der Liebe der Menschen, sondern er war trotz dessen, subhanallah, dass er in einem so hohen Rang in den Augen des Propheten wie auch in den Augen der Menschen gestanden hat, war er demütig gewesen. Und das ist das Geheimnis seiner weiteren besonderen Eigenschaft, seiner Schamhaftigkeit. Al-Mannawi sagt, die Schamhaftigkeit erspringt dem Bewusstsein, wer dich beobachtet. Ja, wenn wir spüren, Allah Ta'ala beobachtet uns, dann schämen wir uns. Wir sind, ja, wir spüren, wir sind dessen nicht würdig. Und zum Zweiten, dass die Schamhaftigkeit dem Bewusstsein über die eigenen Fehler, dem Bewusstsein bezüglich der eigenen Fehler entspringt. Welche Fehler bei Othman? Ja? Aber das ist die Einstellung der Prophetengefährten gewesen. Sie haben kleine Sünden, so groß wie Berge, wahrgenommen. Und wir in der heutigen Zeit, wir nehmen große Sünden, ja, als ob es Kleinigkeiten wären. Ja, Allah vergibt. Bei den Prophetengefährten war das anders. Sie waren, ja, kleine Gedanken haben bei ihnen
Unsicherheiten ausgelöst, ja, oder die Vergebungsbitte initiiert, oder dass sie sofort Gutes getan haben, ja, als Ausgleich. Wie wurde Othman der er wurde, der dritte Khalif, ja, der drittbeste Mensch auf Erden, wenn man die Propheten aus der Rechnung herausnimmt? Step by step, kann man sagen. Step by step. Er gehörte zu den Vertretern der Lehrmethode. 10 Verse auswendig lernen, praktizieren, also auswendig lernen, verstehen und dann praktizieren. Und dann anderen weitergeben, dann anderen lehren und dann erst die nächsten 10 Verse auswendig lernen, verstehen, praktizieren und anderen weitergeben. Subhanallah, ja, über 6000 Verse hat der gesamte Koran, ja. Und Step by Step hat Othman was erreicht? Koranbewahrer zu sein, der den Koran auch komplett dem Propheten vorgetragen hat. Sallallahu alaihi wasallam. Step by Step. Step by Step. Und wer das tut, der wird ein ausgeglichenes Leben haben. Und er sagte, 3 Taten waren ihm am liebsten. Den Hungrigen speisen, den Bedürftigen einkleiden und das Lesen des Korans. Wir sehen eine soziale Verankerung, die eine spirituelle Verankerung als Gegenstück hat. Ja, nicht jemand, der komplett sich nur den Ritualen widmete und dem Gebet und dem Fasten und dem Zikr. Ja? Oder umgekehrt, manche, die lediglich in der sozialen Arbeit aktiv sind, aber das Spirituelle vernachlässigen oder das Rituelle vernachlässigen. Das war eine ausgeglichene Persönlichkeit. Radiallahu anhu. Ja, subhanallah. Wenn man über die Sahabis anfängt zu erzählen, liebe Geschwister, am Ende kann man nur kritisieren. Warum hat man nicht dieses erwähnt? Warum hat man nicht jenes erwähnt? Aber es ist der bescheidene Versuch, dieser Person würdig zu werden. Und ich möchte mit einer Eigenschaft abschließen, liebe Geschwister. Othman, ihm wurde mitgeteilt, dass er sich für das Richtige stets entscheiden wird. Das hat ihm der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Bis er dann in eine Situation kommt, wo er zum zweiten Mal die Liebe der Menschen, ja, die falsche Liebe der falschen Menschen wird verlieren. Nämlich als er Khalif war. Die ersten 6 Jahre waren wunderschön. Und dann ab dem zweiten wurde es schlimm. Ja? So schlimm, dass er dann aus muslimischer Hand später, ja, oder innerhalb einer Fitna, die auch die Muslime nicht verschonte, getötet wurde. Ja? Und er wusste das. Er wusste, dass er nicht wie Omar und Abu Bakr, Allah möge mit beiden zufrieden sein, weltlich betrachtet ein Erfolgsprojekt wird hinterlassen. Sondern er wusste, dass mit dem Antritt seiner Herrschaft auch ein kleiner Niedergang einhergehen wird, ein relativer Niedergang. Und dass es eine Fitna geben wird, auch unter Muslimen. Und dass er getötet werden wird, ja. Und einige, Alhamdulillah, wir erwähnen die Prophetengefährten stets zum Guten. Und Allah Ta'ala hat ihnen ihre Fehler vergeben. Und sie haben, wenn sie das weniger Richtige gewählt haben, das aufgrund eines Ijtihads, einer Anstrengung getan. Ja? Das ist die Aqida der Ahlus Sunnah. Und das ist über jeden Zweifel erhaben. Und daran können wir auch die wahrhaftigen Muslime und die richtig liegenden Muslime von den anderen unterscheiden. Wie wird über die Prophetengefährten gesprochen? Wie wird über die geehrten Gelehrten gesprochen? Ich möchte das euch vorlesen. Das ist die Aqida von Imam Tahawi. Und er sagt, وَنُحِبُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ لَا نَذْكُرُهُمْ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. Ja? Wir lieben die Prophetengefährten. Wir übertreiben aber nicht in der Liebe in Bezug auf einen unter ihnen. Und wir sagen uns nicht von einem von ihnen los
Und wer sie verachtet, den verachten auch wir. Und wir nennen sie nicht außer im Guten. Wir nennen sie nicht außer im Guten. Und sie zu lieben bedeutet Religion oder Religiosität. Und Iman, Überzeugung, wa ihsan, ja, was auch viele Bedeutungen hat. Und sie zu verabscheuen heißt Kufr und Heuchelei und Übertretung. Das in Bezug auf die Prophetengefährten. Und diejenigen, die natürlich ihre Lehre in der Praxis übernahmen und in der Theorie bewahrten und weitergaben. وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ. Man kann auch sagen, وَأَهْلُ الْخَبَرِ وَالْأَثَرِ, das wird verschieden überliefert. وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ. Ja? Und die Gelehrten unter den ersten Generationen, unter unseren Vorvätern, den Altvorderen, und diejenigen, die ihnen gefolgt sind, diejenigen, die ihnen gefolgt sind. Das heißt, wir reden hier vom klassischen Islam. Der klassische Islam ist hier gemeint und seine Vertreter. Und diejenigen, die ihnen nach ihnen folgten, ja, das sind die Leute der Überlieferung und die Leute des Verständnisses, ja, die Leute des Guten, der Überlieferung und des religiösen Verständnisses. Wir erwähnen sie nicht außer im Schönen. Alhamdulillah, wir haben eine wundervolle Beziehung zu unseren Ahnen, zu unseren Vorvätern, zu unseren ersten Generationen. Das kann uns mit Stolz und Kraft erfüllen, immer wenn wir daran denken, Alhamdulillah, wenn wir an diesen geehrten Ursprung zurückdenken. Und wer sie im Negativen erwähnt, der ist nicht auf dem richtigen Weg. Das ist ein wichtiges Kriterium in einer Zeit, in der viele neue Strömungen oder alte Strömungen in neuem Gewand, pseudo-neue Strömungen entstehen, und die muslimische Tradition kritisch betrachten. Ja? Ein wichtiges Kriterium, liebe Geschwister. Mohammed muss sich an die Zeit halten, deswegen wird er jetzt Schluss machen. Liebe Geschwister, wir werden die Prophetengefährten niemals lieben können und wir müssen sie lieben, wie wir gelernt haben von Anas. Ohne sie zu lieben, wären wir nicht demütig und uns selbst nicht im positiven Sinne beschämen. Wir werden nicht wissen, wie wir Allah Ta'ala näher kommen können. Und das werden wir nicht schaffen, liebe Geschwister, wenn wir nicht wissen, wer sie sind. In unserem Buchladen, liebe Geschwister, sind so viele Bücher über die Prophetengefährten. Biografien von den Frauen und von den Männern und von den Jugendlichen und von den politischen Verantwortungsträgern und von den Gelehrten unter ihnen und den Händlern unter ihnen und. Ja? Diese Bücher brauchen wir. Mit diesem Material müssen wir unsere Herzen füllen. Ja, und es gibt auch andere Medien, die über die Prophetengefährten und die Gelehrten und die Geehrten berichten. Und das sind unsere Maßstäbe, liebe Geschwister. Wenn wir nicht die richtigen Maßstäbe haben, werden wir wahrscheinlich die falschen Maßstäbe richtig erfüllen. Ja? Im Sinne von das Falsche richtig gemacht haben, aber darin liegt nichts Gutes. Lass uns lieber die richtigen Maßstäbe haben und am Ende sagen müssen, ah, wir sind nicht so wie sie. Ja? Aus Demut, aber auch aus der ehrlichen Anerkennung unseres Zustandes, unserer Lage. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. Ja Malik, oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, wir wollen all deine Namen kennen, im Herzen spüren und in unserem Leben danach leben, oh Allah. Und im Paradies neue Namen von dir lernen, Allahumma Amin. Und dass wir neben dem Propheten sitzen dürfen, sallallahu alaihi wasallam, dessen Schweiß schöner riecht als irgendein Parfüm, was nicht in dieser Welt erschaffen werden könnte, oh Allah. Oh Allah, wir wollen neben ihm sitzen, wir wollen seine Haut berühren, wir wollen einen Kuss auf unsere Stirn von ihm bekommen. Wir wollen sein Lächeln sehen, o Allah. Und wir wollen mit den Prophetengefährten Zeit verbringen. Wir wollen in ihrer Nähe sein. Wir wollen ihre Stimmen hören. Wir wollen ihre Gesichter sehen, o Allah, und all diejenigen, die ihnen im Guten gefolgt sind, o Allah. Und lasse die nächsten Generationen auch gut über uns sprechen, weil wir ihnen Gutes hinterlassen haben, o Allah. Allahumma Amin, Allahumma Amin. O Allah,
Bitte lass uns die Lieblinge des Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam, die Iman an das hatten, was uns in Büchern überliefert worden ist, O Allah. Allahumma amin. O Allah, vergib uns unsere Sünden, reinige unsere Herzen. Lass uns unser Gebet lieben, O Allah, und danach streben. Lass uns Gutes tun, O Allah, für die Gesellschaft, für die Umma. Lass uns Lichter auf deinem Weg sein, O Allah. Allahumma amin. Bitte vergib auch unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben, O Allah, und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst. Und lass uns ein Werkzeug deines Wirkens sein, aufgrund deiner Barmherzigkeit, O Allah, nicht, dass wir uns dies jemals verdienen dürften. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.